Bereich Archivwissenschaft, Recordsmanagement beschäftigen wir uns mit betrieblichen Informationen. Das fängt damit an, dass wir uns anfangen zu überlegen, was ist eigentlich eine Informationseinheit und geht weiter darüber, wie werden die Informationseinheiten austauscht, wie kommuniziert man innerhalb eines Betriebs, welche Informationen braucht man, wie gehen sie in einem Betrieb hin und her und endet damit, welche Informationen soll man aufbewahren für längere Zeit, welche Informationen sind auch für die Zukunft wichtig, dass wir uns daran erinnern und was bedeuten Informationen für die ganze Gesellschaft. Archivwissenschaft im Studium besteht im Grundstudium daraus, dass wir Archiv kennenlernen, dass wir wissen, wie gehen eben Institutionen, die auf lange Zeit Informationen aufbewahren und sollen aufbewahren, wie gehen die Institutionen mit diesen Informationen um. Wir lernen Technik, wie dass man das macht und wir lernen auch, welche Informationen das für die Zukunft wichtig sind. In der Vertiefungsrichtung, dort lernen wir dann wirklich ganz praktisch, was das bedeutet. In der Vertiefungsrichtung ist deutlich ausgerichtet nicht auf das historische Archiv, sondern eben auf das betriebliche Informationsmanagement. Darum, wie gehen wir mit den Informationen jetzt in einem Betrieb um? Wie organisieren wir das? Wie können wir schauen, dass die Informationen eben gut in der Institution fließen? Wir sagen dem Informationsflüsse, die wir organisieren. Wir schauen, welche Informationen sind auch aus gesetzlichen Gründen notwendig, dass wir sie haben und aufbewahren. Das ist so der eine Teil in der Vertiefungsrichtung. Und der zweite Teil in der Vertiefungsrichtung ist dann trotz allem wieder ein Blick zurück. Wir wollen lernen, wie geht man mit historischen Quellen um, um zu lernen, was das wir müssen aufbewahren für in der Zukunft. Dass in 100 Jahren Leute, die sich für Vergangenheit interessieren, also für heute interessieren, die richtigen Informationen zur Verfügung haben. Grundsätzlich sind die Aussichten auf dem Berufsmarkt für Leute, die bei uns Archivwissenschaft studiert haben, sehr, sehr gut. Für mich ist der spannendste Teil an der Archivwissenschaft ist eigentlich das Verstehen von Strukturen innerhalb von der Informationswelt. Wie hängen Informationen zusammen? Wie kann man die Zusammenhänge auch darstellen? Wie kann man organisieren, dass die richtigen Leute im richtigen Moment die richtigen Informationen zur Verfügung haben? Das tönt gar nicht fest nach Archiv, aber im Archiv ist das Organisieren und Strukturieren viel, viel wichtiger als an anderen Orten. Und darum ist das eigentlich der spannendste Teil. Traditionellerweise ist das Berufsbild des Archivar der Historiker, der sich mit früher beschäftigt und den Informationen von früher, der braucht es weiter. Neu dazu kommt der im Archiv arbeitet und in die Verwaltung rausgeht und die Verwaltung beratet im Umgang mit Informationen, so dass sie die Verwaltung zur Verfügung hat, rechtzeitig, aber auch die Informationen vorbereitet sind, so dass sie nachher ins Archiv hineinkommen. Der Archivar, der Informationswissenschaft studiert hat, beschäftigt sich insbesondere mit den Informationen, die 30 Jahre alt sind oder neuer und nicht mit den mittelalterlichen Informationen.